Jahr. Frohes Neues. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ich muss jetzt auch die Hand geben. Frohes Neues. Frohes Neues. Gesundes Neues. Frohes Neues. Ja, Cristiano ist Weltmeister geworden. Jawohl, gut. Komm.
Hallo Trainer. Hallo Dirk. Wie zufrieden bist du mit dem Trainingsauftakt? Sehr zufrieden. Freut man sich natürlich nach so einer langen Auszeit, waren ja jetzt fast 3 Wochen ohne Fußball, die Jungs dann auch wieder auf dem Platz zu sehen und gleichzeitig selber auch auf dem Platz zu stehen. Und ja, ist immer auch so ein bisschen ja, was Unerwartetes, in welcher Form kommen die Jungs zurück und wie viel Bock haben sie eigentlich wieder auf Fußball. Und ich glaube, das war heute sehr, sehr positiv. Also haben die Spieler ihren Trainingsplan eingehalten? Gehe ich von aus? Nein, haben wir ja auch dementsprechend kontrolliert, aber letztlich macht das auch jeder für sich. Jeder möchte fit in die Rückrunde starten, jeder möchte am ersten Spieltag auf dem Platz stehen und die Jungs haben das sehr, sehr gut durchgezogen und nichtsdestotrotz, jeder Lauf ist ja etwas anderes, als nachher hier auch auf dem tiefen Rasen zu spielen und ich glaube, die Jungs haben heute auch schon in den 75 Minuten gemerkt, dass es eine andere Belastung ist. Jetzt hatten wir einen Gastspieler dabei, den Ulrich Pappo. Genau. Wie ist der Eindruck von ihm? Ja, ist ein guter Eindruck. Grundsätzlich sind auch beide Seiten gewillt, Einigung zu erzielen. Gibt nur das eine oder andere zu klären, aber ich bin da auch recht zuversichtlich, dass wir das in den, dass wir das in den nächsten Tagen schaffen werden. Kommt noch ein weiterer Gastspieler? Diese Woche weiß ich noch nicht, ehrlicherweise. Also ist noch offen. In Planung ist jetzt erstmal nichts. Jetzt haben wir gesehen, der Ramay hat gefehlt. Ja, Eli Ramay hat gefehlt. Hat ein kleines Problem mit seinem Flugzeug, was etwas verspätet ankam. Also nichts Gravierendes. Nichts Gravierendes, wird morgen wieder ganz normal beim Training dabei sein. Alles klar. Okay, danke schön. Sehr gerne.